Wuhu, und wer hätte das gedacht? Nach Teil 1 kommt Teil 2. Inzwischen haben wir gelernt, wie man springt mit Leertaste, derselben Taste, mit der man sollt. Er muss nur nah an einem Abgrund sein. So, das müssen wir nicht mal lesen, das weiß jeder, wie man an der Wand entlang rennt. Wann hoch sie laufen. Bewegt linke Analogsignal nach rechts, rechts. Um euch an der Kante. Ich muss hier nach links. Klingt ganz danach, sieht danach aus. Drückt C, um euch vom Rand herabzulassen. Bewegt rechte Analogsignal, um nach unten zu sehen. Bewegt linke Analogsignal, um Leiter zu benutzen. Passt schon. Oh, ganz schnell runterrutschen. Ich habe jetzt schon dreimal den Anfang angesehen, dieses Intro. Überall Zeichen des Kampfes. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Wo sind sie geblieben? Weil das jedes Mal abgekackt ist irgendwie und ich das Intro nicht überspringen konnte. Ah, und hopp. Spring. Erklimm. Höhen, die noch nie ein Mensch zuvor erklommen hat. Wie kommt man normalerweise hier hoch? Na, vielleicht, naja. Über die ansonsten nicht zerstörten Treppen und so? Das ist die Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, mehr zu hören. Ist die Mausempfindlichkeit wieder runter? Steuerung, Tastatur? Ne, die ist 100%. Wollt ihr noch mehr What hören? The fuck? Ich kann die... Das geht ja mal gar nicht. Hüpf. Ah, Kante, um automatisch zu klettern. Hopp. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt schon sterbe? Okay, wie zur Hölle will ich jetzt schon sterben? Ist das richtig so? Ei. Wuschi. Und hopp. Wundervoll. Wie er hier entlang klettert. Wie ein Affe. Wow. Drück Maus 2, um zu trinken und das Spiel zu speichern. Ganz viele Pfeile in der Wand. Ah, jetzt haben wir auch einen Lebensbalken oder whatever. Nimm einen Schluck, mein kleiner Prinz. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle vorbei? Ja. Tu das. Eine gute Stelle, um nächstes meine Mal Erzählerin. Meine holde Erzählerin. Blut auf dem Boden, das ist kein gutes Zeichen. What? Wenn das Symbol erscheint, drücke Q für die Weitwinkelkamera. What the fuck, das hilft sehr. Ein und aus. What? Ach so. Nee. So, ich laufe einfach nochmal weiter und. Nee. Ich laufe da zurück. So, ich laufe einfach nochmal weiter. Und wieder da hoch sprintet. So, irgendwo. Die Pfeile hier, können Sie den Pfeil aus den Leichen rausziehen? Ah, da ist das Schwert, genau, dann habe ich gesucht. Warum mangelt es mir immer dann an einer guten Klinge, wenn das Schicksal zuschlägt? Nun gut, besser als nichts. Ja, ist doch schon eine tolle Waffe. Spiel den Assassinen! Drückt während des Bildeffekts auf E, um den Speedkill zu starten! Wartet, bis er euch aufleuchtet, bevor ihr angreift. Hui! Maus 1. Verwirrend! Maus 1! Wo ist er? Nochmal gut drücken, lass stecken. Wo will ich jetzt hin? Wäre das schön, wenn sich die Maus drehen würde. Da entlang scheint nicht sehr sinnvoll. Da kämpfen die Leute. Aber wenn ich jetzt Q drücke, sagt ihr mir dann irgendwas weiteres? Oh, ich kann mich einfach. Ach so, das ist. Für sowas ist das. Vielleicht nützt. Ah, nee, jetzt sehe ich. Ich habe dieses Ding hier gerade gar nicht richtig wahrgenommen. Falsch. Noch einen Schritt nach links. Und hüpf. Wundervoll. So, jetzt ganz versteckt. Down hier. Ah, er duckt sich auch direkt. Und Zack. Und zack. Schon ist es erledigt. Oh, wie will der nächste verrecken? Hier, ist doch schon fast Assassin's Creed. Nur mit dem Prinz von Persia. Da entlang drin kann ich nicht, dann falle ich da runter und dann stehe ich direkt vor den Kerl. So, stattdessen hangel ich mich hier entlang. Yo, geniale Idee.
Yes, wusste ich doch, dass du das kannst. Du schaffst es. Du bist so gut, du Prinz of... Ah, und hüpf. Wundervoll. Oh, Feinde können in einem Gebiet hin und her patrouillieren. Genau, auf die andere Seite. Ist noch einer? Hm. Oh. Das ist cool. Wow. Ich habe schon einmal zu früh geklickt, aber das hat er zum Glück nicht zur Kenntnis genommen. Ha, nice. Ich wusste gar nicht, dass er sich so auf ihn herabstürzen kann. Hier ist noch irgendwo ein zweiter, der patrouillieren war. Ups. Hier war irgendwo auf jeden Fall noch ein zweiter, ganz bestimmt. Aber zack, zack, zack. Und bam. Also so weiß ich noch, aber im ersten Prinzip ist ja immer die Gegner erledigt. Aber drüber springen und... Oh, da liegt eine Waffe. Drückt C, um eine Waffe aufzuheben. Drückt E, um mit der neuen Waffe anzugreifen. Oh, fährt zwei Waffen. Uiji. Lauft die Wand entlang, drückt und haltet Maus 2 fest und drückt leer, um zu springen. Oh, Wusa. Jetzt sag mir nochmal wozu. Oder sag mir einfach an welcher Wand. So. Ah, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wusa. Fuck. Okay. Fail. Normal. Oh, da ist ja auch so ein fetter Brocken rein. Okay. Ein bisschen weiter rennen. Du kannst ja extrem weit rennen. Ah. Irgendwie, wenn du vielleicht nach vorne... Oh, der wird ja vom Wasser mal mega gebremst. Wer? Komm. Hüpf. Ah, das ist auch so eine Sache. Wenn der Kerl nass ist, dann kann er ja nicht wirklich so weit rennen eigentlich, oder? Oh. Ah, geht doch. So einfach war das eigentlich. Und hopp. So, komm. Weiter nach links. Nach links. Geh nicht nach links. Na, links. Komm, du kannst doch... Geht doch. Wieso konnte der das gerade nicht? Jetzt zieh dich hoch. Und mach den nächsten Gegner fertig. Hüpf die Leiter hoch. So eine Leiter hoch rennen. Ja, bewegt rechter Analogstick, um nach oben zu sehen. Doll. Wusch. Hey, cool. Wusch, ja. Oh, nächsten Feuerbrocken. Und... Ah, an dem kann er sich doch... Oh, da ist er ja. Kailina. Sein holdes Weib. Kailina. Nein! Doch. Kailina. Der Weg in die Stadt ist versperrt. Ich erinnere mich nicht an die. Ich muss auf den Belagerungsturm und von dort aus eindringen. Auf den Belagerungsturm? Ayu, das machst du schön. Wunderschön. So. Der Weg ist versperrt. Ich muss auf den Belagerungsturm klettern halt. Oh. Oh. Kombo-Liste. Rechte Hand. LMT, LMT, LMT. Was zur Hölle ist LMT? Linke Maustaste. Feind am Boden. Also, ja, okay, diese Dreifachhiebe und Fusselhieb ist klar. Aber mit der linken, dann kann ich nur E-Griff. E, LMT. E, E-Wirkgriff. Schwacher Gegner, EC. Halten. Geht's hier nicht weiter noch? Weiter nach unten? Ah, da geht's. Ach so. Dolchattacken und Dolchattackentechnik. What the fuck? Ich. Sagt mir, wenn ihr mehr. Oh, warte. Drück doch eh. Verdammte Scheiße. Spring über den drüber. Boom. Das war doch mal ein. Okay. Bleiben wir mal ein bisschen, So, Da. Wow. Ne, nix ist. Batsch. Ich finde diesen Schlag von hinten schon ziemlich cool, aber das ist halt der Standardangriff. Aber wenn jetzt. Wow. Das sah auch schön aus. Batsch. Wow. Alter, du hast mich getroffen. Oh, verdammt, wie lässt mich wieder aufstehen? Au. Fucking. C. Oh, das hat er schön mit dem Fuß aufgehoben.
Ach, verdammt, hat mich viel Leben gekostet. Das war nicht sehr ökonomisch. Wahrlich nicht. Also irgendwie mit E den Gegner packen und mit C könnt ihr dann eigentlich entwaffen, wenn der Gegner schwach ist. Das sollten doch eigentlich schwächliche Kreaturen hier sein. Hüpf, so brauche ich nicht mehr Anleitung. Das ich kann man. Ich spüre die Präsenz jener, die diesen Ort durchschritten, um meiner Familie Verderben zu bringen. Jener, die diesen Ort durchschritten. Who the fuck durchschritt diesen Ort? Vögel war. 4 Wochen war ich auf See. Und jeden Tag träumte ich von meiner Rückkehr. Doch selbst in meinen düstersten Visionen hätte ich mir so etwas nicht ausmalen können. Oh, da ist. Das ist die einzige Erklärung. Aber mit wem? Und oh, warum? Mit wem? Ich werde jetzt so cool zu einer Wand entlanglaufen und dann BÄM. Jo, das meinte ich mit BÄM. Versteht ihr? So richtig BÄM. Verdammt, ich habe außerdem F für die K. Ich habe, ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt schon ist. Soll ich nachgucken? Ich habe keine Lust nachzugucken. Oh, das ist gär. Ich werde jetzt einfach ein Stück weitermachen und nee, ich mache jetzt einfach tatsächlich weiter. Wieso ist er denn gesprungen, als ich eh drücke, dieser Pfosten? So, muss ich nicht eh drücken für diese?